nennt sie Terra Grigia. Willkommen zurück, Freunde der Videospielunterhaltung, hier bei Resident Evil Revelations. Zurück in Terra Grigia. Wieder einmal. Hier ist nichts mehr zu retten. Ja, wir müssen zum Kommandoraum. Wir sind auch Hunter. Schnell, sonst ist das HQ fertig. Mal kommen. Ich glaube, das letzte Video ist mittlerweile 3 Wochen her, aber es tut mir leid. Jessica, wo bleibst du? Beeil dich! Commissioner Lansdale hatte recht. Ja, der Boss wollte den Geltungsbereich der FBC immer erweitern. Genau vor dem hier hat er die Welt immer gewarnt. Durch diesen Vorfall machte die Krise Schlagzeilen. Könnte gute Werbung sein. Ja, vielleicht begreift die internationale Gemeinschaft es dann. Die FBC braucht noch viel mehr Einfluss. Hey! Verdammt! Hm? Verdammte Dinge! Hey, das Geschrei kennen wir doch. Nur gut, dass es nur auf mich losgeht. Oh, gelenkig. Jetzt bleib tot. Raymond! Jessica, hilf ihm! Okay. Zu helfen, müssen wir sie loswerden. Stirb doch. Und da lösen sie auf. Wieder einmal. Das war dann der letzte. Ja, es geht mir gut. Du bist schwer verletzt. Also tu nicht so. Gut, irgendjemand muss ihn stützen. Parker? Das HQ will, dass du abziehst. Aber ich kann immer noch kämpfen. Nicht sehr überzeugend. Also, los jetzt. Wir können noch nicht abziehen. Da draußen sind Zivilisten. Irgendwas tun. Sie sind in der Überzahl. Wir müssen uns sammeln. Los, Raimundo, wir schaffen das. Erst natürlich, bevor wir die Verblutenden. Wie hat sie das mit so wenigen Leuten geschafft? Hat sie bewaffnet. Und die BOWs? Diese Terroristen müssen bestraft werden. Diese Bastarde. Doch bevor wir unsere verblutenden Kameraden retten, lesen wir erstmal Zeitung. Ja. Sehr schön. Lest euch mal all diesen Quatsch hier durch. Na, das ist ja fein. Zum wievielten Mal schaue ich da schon rein? Zum wievielten Mal ist eigentlich drin?
Hier hätte ich jetzt eigentlich Kommentar von ihr erwartet, wegen, hey, gammel ja nicht rum. Rotschopf blutet. Macht sie nicht. Mehr davon! Es ist okay. Ich verschaffe euch Zeit. Geht ohne mich weiter. Du bist zu jung für den Heldentod. Leiste was, bevor du dich opferst. Und da fallen sie wieder und lösen sie auf. Was spart meine Reinigungskosten? Nur gut, dass ja auch Munitionspakete als Briefbeschwerer benutzt wurden. Und als Bauklötze in der Kabelgruppe. Nicht gut. Du verlierst Blut. Es ist zu riskant, ihn zu bewegen. Er braucht erste Hilfe. Gut, dann schmeißen wir dich hier in die Ecke. Dann bleibst du dort. Wir sicher sein. Ich glaube, wir sollten in Dorn sicher sein. Die medizinische Abteilung ist im vierten Stock. Da ist Verbandszeug. Wir kommen zurück, Kadett. Warte hier. Alles wird gut. Okay, gehen wir, Parker. Hat irgendwer von euch schon mal diese solche Bodenbeleuchtung im wahren Leben gesehen? Wieso geht die Lampe nicht, auf der Blut liegt? Blut ist eigentlich eher zähflüssig, also nicht zähflüssig, eigentlich halt nicht so flüssig wie Wasser, sagen wir mal. Das sollte eigentlich nicht in die Ritzen kommen. Zu tief, um eine Lampe anzulegen. Ja, das kennen wir, glaube ich, schon. Ja, das ist wieder üblicher Mist. Aber hinten ist Munition. Und eine Handgranate. Eine Granie. Ja. Das scheint soweit gewesen zu sein. Ist nichts außerdem. Warum sieht nun alles so gleich aus? Ja, Rumpf. Oh gut, dass ich noch auf die Idee kam, auf die Timer einzubauen, wie ich es gerne mal mache. Tust du gerade? Bist du zu dem Neuen nicht zu hart? Du meinst Raymond? Burschen wie er brauchen Härte, um erwachsen zu werden. Na schön. Jungs und ihre kleinen Spielchen. Die bleibt gerade stehen, wenn ich sie erschießen möchte. Hüpferler. Nicht stolpern. Oder doch, breche die Haxen. Mist, das nimmt kein Ende. Das ist ein Problem. Die Kommandoraum stürmen die sofort. Wahrscheinlich. Eine Lupine. Sehr schön. Hier lang.
will doch wissen, was da oben ist. Der vierte Stock ist da lang. Wo lang ist der vierte Stock? Du bist tot. Gegen den konnte ich gerade gar nichts machen. Der war wohl einfach nur da, mich aufzuhalten. Anstatt der üblichen... Die medizinische Abteilung ist im vierten Stock. Na toll. Anstatt der... Willkommen zurück, Kadett. Warte hier. Lass mich da auch mal was sagen. Anstatt der üblichen eingestürzten Treppen. Ich bin dazu da, um hier zu spielen und vielleicht sogar was dazu zu sagen, nicht ihr. Na. Ja. Für Geschmatter auf dem Tisch. Es war gerade Spaghetti Mittwoch, deswegen ist hier überall was verteilt von der Soße. Es endet meistens in einem Gelage, wie man sieht. Dann lass es, Mädchen. Du meinst Raymond? Burschen wie er brauchen Härte, um erwachsen zu werden. Na schön. Jungs und ihre kleinen Spielchen. Wo ging es nochmal lang? Immer an der Wand lang. Wo ist denn diese dumme Kühlkammertreppe da? Hier. Ich erinnere mich irgendwie an eine Kühlkammer. Mist, das nimmt kein Ende. Das stimmt. Diese Reptilien haben aber ordentliche Sixpacks. Das sind die fittesten Frösche, die ich jemals gesehen habe. Aber ich finde gut, dass die Evakuierungstafel lila ist. Rot ist immer so zweideutig. Moni? Nichts sie? Doch sollten wir richtig sein. Wenn er mich nicht sieht, sehe ich ihn auch nicht. Und treffe ihn nicht. Autschi dann. Ah. Dann stopp doch mal. Geh ich halt. Hast du davon? Und da löst er sich auf. Noch irgendwas Schönes hier? Jacquard-Muni für die MG. Wäre für euch ja Verschwendung. Da benutze ich die gute Pistole. Binden uns im Scheiß. Genau, was ich brauche. Das sollte erstmal reichen. Genau, lieber als Handtuch nehmen, statt den großen Erste-Hilfe-Koffer. Weil Härte und so. Weiß ja. Ich habe zu viel Munition. Wie geht das denn? Beim Nachladen, da passen noch zwei, drei rein. Bleib ich doch. Handgranate, die muss mit. Tim, mehr Hunter! Wenn ihr mich hört, kommt zurück! Raymond hat Probleme. Wir müssen zurück. Das sagt er gerade. Lass es nicht von ihm aus. Er ist nicht Backtracking, juhu. Naja, treffe ich von da nicht. Weiter geht's. Fall nicht. Fall doch. Verdammt, ich bin umzingelt. Ich weiß nicht, ob... Hör zu, Kadett. Du
wirst du nicht sterben. Ich befehle dir zu überleben. Wir kommen. Wenn es ihm befohlen wird, dann wird er sicherlich durchgehen. Ah, die geht immer nur auf mich los. Das war auch kein Mädchen, ne? Nicht im Moment. Stellt sich mit in die Feinde und schießt dann in die Seiten und so, wenn der andere das Spiel spielt. So macht man das. Sehr schön, alles sicher. Jetzt kümmern wir uns um unseren Kadetten. Hier ist ein Waschlapp. Bist du schwer verletzt? Okay, Kadett. Jetzt habe ich was gut. Verstehe. Du willst etwas erreichen, aber genug Heldentaten. Du gefährdest damit deine ganze Einheit. Willkommen in der Realität. Ja, Sir. Aber ich dachte, das wäre Resident Evil. Okay, gleich geht's dir besser. Ich glaube, ich kann gehen. Komm mit. Der Aufzug zum Kommandoraum ist gleich dort. Hinter dieser Tür. Dort, wo die Schreibtische gestapelt werden. Ich wehre alles ab, was kommt. Du bist kein Tank. Ein Haufen Aufzugstüren, ein Haufen Munition. Was sagt uns das? Genau, wir bald sehr viel Ärger bekommen. Nicht unbedingt jetzt, aber bald. Schon mit dazu. Aber alles, was ich sage, ergibt Sinn. Wie bei mir. Arena-Kampf incoming. Ich hasse Arena-Kämpfe. Verdammt nochmal, da sind überall Hunter. Der Kommandoraum ist gleich da. Halt den Kadetten am Leben. Du bist verletzt, aber bitte halt durch. Das sind nur ein paar leere Kartons, die im Weg lagen. Hättet ihr einfach zur Seite legen können. Ein Tritt dagegen und sie flögen durch den ganzen Raum. Naja, müsst ihr wissen. Kämpft doch halt unten. Sei mal still. Ich muss ja gerade Munition einsammeln und meckern.
So, Locke, komm mit. Dann steckt mich nicht mal in die Tür oben. Er hat es noch nicht geschafft. Gib ihm Deckung. Vor was? Hier ist nichts. Wir kümmern uns darum. Kadett, du suchst Schutz im Kommandoraum. Ach, schieß sie! Okay, dann halt die. Die auch. Jetzt muss ich den Frosch loswerden. Tut mal alle tot gehen. Oh ja, oh bitte. Er trappelt ihn da unten noch rum. Er kommt nicht über den Tisch. Ist ja interessant. Sammeln wir nebenbei Muni, gucken, wie wir den erledigen können. Nicht nur angucken, Mädchen, schieß drauf. Sie macht nichts, merkt ihr? Hier, frisst Blubberei. Da wächst noch ein bisschen Kresse, die brauche ich aber gerade nicht. Das war wohl der letzte Hand. Hoffentlich. Jetzt zum Kommandoraum. Auf zum Kommandoraum. Draußen brennt alles. Wurde auch schon scheiß warm hier. Also Terra Grigia ist ja im Mittelmeer. Da müsste es doch eigentlich, wenn es zu Europa gehören soll, mit Spanien oder Italien gehören. Warum ist hier alles auf Englisch? Das ist auch Schnupsi. Ja, ich verstehe. Und ich kann dich gut hören. Das sind ja ganz hervorragende Neuigkeiten. Es läuft einfach alles ganz nach Plan. Dann viel Spaß noch bei der Party auf der Queen Dido, Norman. Morgan, du wolltest, dass der Virus auf unserem Schiff ausbricht. Du hast uns ganz schön übers Ohr gehauen. Ich bin noch nicht fertig. Ihr erfüllt noch einen wichtigen Zweck. Mit dem Schiff haben wir eine kontrollierte Umgebung. Und die Daten über eure Mutation werden einer guten Sache dienen. Deine Dreistigkeit und dein egomanischer Ehrgeiz sind beeindruckend. Mich ekelt immer wieder an, was ihr Amerikaner euch ausdenkt. Ich nehme das mal als ein Kompliment. Wir wussten, dass du ein Risiko für uns darstellst. Also haben wir alle Interaktionen aufgezeichnet. Wird das öffentlich, dann war es das für dich. Du, was du nicht lassen kannst. Der Einsatz des Satelliten wurde genehmigt. Der neue Virus wird damit vollständig ausgerottet. Du Bastard! Es führt dich gleich dahin, wo Antwort geben wird dein Auge, wenn du den Grund siehst von der Lüfte Regen. Jetzt schraubt er wieder. Du. Jessica ist entkommen. Wir waren so nah dran. Okay. Es tut mir leid, Raymond. Die ganze Zeit hattest du recht. Ja. Gut, dass jemand den Durchblick hatte. Dafür müssen Sie sich nicht entschuldigen, Parker. Nächstes Mal rette ich Sie. Wir machen uns zusammen aus dem Staub. Sie sind mein Mann, Kadett. Ray.
Raymond erkannte, dass Morgan ein Betrüger ist. Also stellten wir ihm diese Falle. Die ganze Sache mit der Rückkehr von Vetro. Das Versteck in den Bergen. Die Koordination der Schiffe. Alles nur wegen Morgan? Sir, hätten Sie uns denn nicht einweihen können? Das Risiko war zu groß. Nicht mit einem Spitzel, der in der BSAA sitzt. Es tut mir sehr leid. Die ganze Arbeit. Und die Zenobia und die Semiramis. Ja, ich weiß. Aber noch habe ich nicht aufgegeben. Keith und Quint haben uns noch einen Joker zugespielt. Die Datenanalyse von ihnen. Das Ergebnis ist da. Und? Was ist rausgekommen? Wir hatten ursprünglich vermutet, dass Veltro bei der Terra Grigia-Panik zwei Schiffe benutzt hat. Aber es gab ein drittes. Die letzte Queen. Episode 11. Offenbarungen. Ende. Wie kommt es jetzt auf die letzte Queen? Es war nie die Rede davon, dass es mehr als zwei gibt, beziehungsweise überhaupt mehr als eine. Naja, muss ich wissen. So, alles supi-dupi geschafft hier. Wunderbar, speichern. Gut. Und mal manuell. Na, dann bis zum nächsten Mal hier bei Resident Evil Revelations. Danke fürs Zuschauen.